Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mal ein Reaction-Video zu Julian Newman. Wer den noch nicht gesehen hat oder von dem noch nichts gehört hat, das ist so ein Highschool-Phänomen in Amerika. Ein richtig krasser Typ und ich weiß nicht, 2, 3 Jahre ist es her, da habe ich den das erste Mal gesehen und ja, super krasses Handle hat der am Start, richtig heftig. Der kann richtig krass schießen, werfen ist dasselbe, egal. Jedenfalls ein richtig krasser, flashiger Spieler, ein kleiner Point Guard, weiß nicht wie groß der ist wirklich ziemlich klein, auch im Verhältnis zu der Highschool und so, aber echt, der hat ein richtig krasses, sickes Handle und letztens hat hier jemand ein neues Video hochgeladen, das ist das Balls Live. Und da habe ich mir gedacht, das ziehe ich mir jetzt mal rein. Das soll da richtig gut abgegangen sein. Und vor allem die gegnerische Crowd, also es ist ein Auswärtsspiel von ihm, er ist Gast in der Halle. Und die sind halt echt die ganze Zeit am Buhen und schreien halt immer so zusammen im Chor. Overrated, also überbewertet. Und ja, stören ihn überhaupt nicht, bringen ihn nicht aus dem Konzept. Und ja, sehen wir uns das einfach mal an, würde ich sagen. Und es ist echt, er ist echt ein krasser Typ. Er ist echt ein richtig krasser Typ. Und man merkt schon so in Videos, ich gucke viele Videos von ihm, weil ich echt immer gerne wissen will, was er macht, was er gerade so gemacht hat. Er ist echt krass, er hat echt ein richtig sickes Ballhandling und flashig und er trifft halt seine Dinger, ne? Und der trifft halt sowieso recht, der kann machen, was er will. Und er ist echt verdammt schnell. Man sieht halt aber ab und zu, weiß nicht, er kommt ein bisschen eingebildet rüber. Weil halt auch wirklich, er hat schon krass viel Fame und ja, Highschool-Basketball in Amerika, das ist auch wieder ein ganz anderes Level, das kannst du dir in Deutschland nicht vorstellen, das ist eine andere Welt, Mann, das ist, da kommen die Leute schon hin, da sind die Hallen schon teilweise echt voll ausgebucht, so wie Zion Williams zum Beispiel, da habe ich mal ein Video drüber gemacht, der nächste LeBron James und so, krasser Typ, das sind echt Leute am Start, das ist irre, sowas findest du in Deutschland nicht, also, und wird halt gleich so gehypt, ne? Aber er ist krass, du gib ihn dir. Von wo er die Dreier wirft, ne? Also, es ist von da, wo er wirft, die Crowd geht ab, es ist schon krass. Also, Druck ist bei ihm überhaupt nicht zu spüren, heftiger Typ. Aber ja, wo er seine Dreier wirft, das ist echt NBA-Dreier halt, ne? Auch wenn die Linie jetzt hier näher ist, aber der Ball hat die Dinger von überall, das ist dem scheißegal, das ist halt das Heftige. Und der kann halt echt nicht nur dribbeln und er ist echt heftig, er ist echt heftig und weiß nicht, es werden ihn bestimmt schon einige gesehen haben. Ich habe auch in den Kommentaren immer wieder mal gelesen, ich soll ein Reaction-Video über ihn machen und jetzt mache ich mal eins. Und ist klar, er kann nicht jeden treffen, das ist sowieso, das ist Bullshit. Ja, aber die gegnerischen Fans, die setzen ihm schon ganz schön zu, also das ist echt krass. Er hat ja noch nicht mal angefangen, ne? Das Spiel ist erst losgegangen und schon overrated, das ist schon hart, das ist schon krass. Aber er ist halt schnell ohne Ende, gibt dir das, dann schließt er noch hier hoch ab. Wird noch gefoult, kriegt das End-One, es ist schon hart. Und ja, ihr müsst euch echt von dem Typen mal ein bisschen mehr geben. Er hat auch eine krasse Schwester am Start und die Schwester, Alter, die Schwester hat einen Handle auch noch dazu. Leck, die ganze Familie, also echt krass. Da gibt es viele Trainingsvideos von den beiden und so. Da, bam, ist es ein krasser Typ. Den kannst du nirgendwo alleine stehen lassen, der haut dir die Dinger rein. Und wenn du ihn zu dicht verteidigst, ist er vorbei, weil er so schnell ist. Also das ist schon krass mit dem Alter, jetzt ist er 16 geworden, mittlerweile ist er 16. Der war aber schon mit 12, war der schon krass unterwegs. Also es ist echt ein harter Typ. Bin gespannt, wo wir den noch sehen werden, ob er es in die NBA schaffen wird. Wenn er nicht in die NBA kommt, dann ist er irgendwo in China unterwegs oder so, in so einer professionellen Liga. Aber auf jeden Fall, der ist schon fast klar, dass der irgendwo Profi-Basketballer wird. Der ist echt zu krass. So teammäßig, teamführend, so von Pässen her, da habe ich noch nicht so viel gesehen. Er ist echt eine Scoring-Maschine. Da gibt es ja wohl die Dreierball hat. Der könnte noch einen Meter näher hin. Will er nicht, muss er nicht, der schießt die Dinger. Und er zieht schon auch aggressiv immer rein. Und was willst du da machen? Entweder du blockst ihn oder du faulst ihn. Wahrscheinlich faulst ihn eher. Weil er halt auch nicht doof ist, ne? Der weiß schon, wie er immer abschließen muss. Und er ist halt auch ein Showman. Das noch dazu, also der spielt schon mal gerne so ein bisschen mit den Fans und legt sich auch gerne noch extra mit denen an. Gibt dir das. Gibt dir das. Was von der Mittellinie. Es ist so, ja, die neue Generation der Point Guards und so, ne? So wie LaMelo Ball zum Beispiel, wo die Dreier ballern, das ist schon krass. Und ja, wenn du triffst, bist du der King. Wenn du nicht triffst, weiß ich nicht.
Ja, gib ihn dir. Er findet das geil, wenn die Fans so abgehen, ne? Die gegnerischen Fans. Da gibt er, wo er steht. Hart, oder? 1,5 Meter vom Dreier weg. Da schau, er findet es noch geil. Ja, das ist schon krass. Das ist schon krass. Das ist schon echt ein krasser Typ. Das Krasse ist auch zu sehen, wie gut du eigentlich schon mit so jungen Jahren sein kannst, ne, wenn du viel Training und so reinsteckst. In Deutschland unvorstellbar. Also in Deutschland, ich kann mich nicht erinnern, mal so mit dem Alter auf so einem Level zu sehen. Da gibt es die Fans. Oh, das war... Da hätte ich lieber einen Newman Ball gegeben zum Aufbau. Ja, vor allem ist es die Highschool, ne? Das ist so Hauptschule, so eine Art, ne? Die sind da, wie alt sind sie da? 12 bis 16? Ab 16 dann, oder geht's aufs College? 17 Jahre so in den Dreh rum. Gib's dir, wie die abgehen, ne? Weil er halt echt wirklich auch schon so ein Fame hat, ne? Overrated. Krass, krass. Aber es ist cool, dass er da drüber steht, dass er diesen Druck auch aushält. Das ist dem voll egal. Er gibt dir, wie er durchzieht. Ja, und schließt die Dinger schön hoch ab. Trifft sie. Aber einen anderen, er war mir auch schon oft in Videos unsympathisch, weil er sich ein bisschen zu krass mit Leuten angelegt hat und zu viel gelabert hat irgendwie. Das mag ich nicht. Zu viel Gelaber auf dem Spielfeld, das ist so, nee, das muss nicht sein, weißt du? Ich finde das immer auf einem unterhaltsamen, lustigen Level, finde ich es immer gut. Und wenn du natürlich dann so abgehst und die Leute, oh, böser Crossover, Alter. War es offensivvoll? Also, siehst doch, wie die Leute abgehen, ja, die lieben einfach Basketball. Das ist für die alles. Das ist einfach. Oh, da hinten, das ist die Schwester von Newman. Das ist die doch. Die ist auch richtig sick. Von denen echt. Ich hau mal unten einen Link rein vom Training und so, wie die spielen. Also sie ist auch richtig krass, also heftig. Das ist schon krass, Bruder und Schwester auf so einem krassen Level. Kann man schon geflasht sein. Oh, enge Kiste. Enge, enge Kiste. Und was geht's? Oh, nein, Alter. Ey, den noch verlegen. Oh, das tut weh, Mann. Boah, hätte er den getroffen, hätten sie gewonnen, Alter. Oh mein Gott, krass. Overrated. Nee, Newman ist echt krass, also den heftiger Typ. Ich bin gespannt, wo der noch landen wird. Einzigster Nachteil hat jetzt schon mal, er ist halt wirklich klein. Wisst ihr, das muss man einfach sagen, Basketball... Wenn du klein bist, das ist halt echt schade. Es ist halt, ja. Aber ist es nicht ausgeschlossen, dass er nicht in die NBA kommt? Bin sehr gespannt, wo der enden wird. Ist schon cool. Kann man sich angucken. Und ja, habt den auf dem Radar. Auch so alte Sachen und so. Echt, googelt mal nach ihm. Julian Newman, da seine Schwester. Alles echt. Krasser Typ. Ein paar echt krasse Aktionen. Den kann man schon feiern, den Typen. Wie gesagt, auf das Gelaber stehe ich nicht so. Das ist ja, ja. Gebt mir Feedback, eure Meinung zu Julian Newman. Hat das drauf? Kommt er in die NBA? Labert er zu viel? Ist arrogant? Abgehoben? Was weiß ich? Feedback geben. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Euer Mr. Mike.